Mal nicht, sondern mach direkt hier laber los. Heute etwas ernsteres Thema, Artikel 13, vielleicht habt ihr davon schon gehört, wurde beschlossen am 12.09. Ja, vom EU-Parlament. Ja, das EU-Parlament hat das ist schon quasi verabschiedet. Und warum jetzt mein Kanal und so weiter gelöscht wird und andere wahrscheinlich dann auch, das erkläre ich euch jetzt einmal. Also es ist für die, die wissen, was noch nicht, was genau in diesem Artikel drin steht. Und zwar ist es so, dass normalerweise, wenn ich etwas benutze, ein Bild zum Beispiel, ja, dann werde ich dafür in Rechenschaft gezogen, wenn ich Urheberrechte damit verletzt habe. Ja? Dann kann man mich damit verklagen. Was jetzt gemacht worden ist, dass man YouTube dafür verklagt. Ja? Dass man sagt, pass auf, wenn YouTube sowas hochlädt, die Plattform dafür verklagt, ja, kann, dann müssen die dafür haften. So, hat YouTube aber gesagt und Google und so weiter und wahrscheinlich auch Facebook und so weiter auch alles gesagt, nö, ist uns zu risikoreich, geht, können wir ja gar nicht gewährleisten. Woher soll man wissen, was Hans und was Uwe und was Peter und so weiter hochlädt alles? So ein Filter kann man nicht schaffen, ja, herzustellen. YouTube hat schon den Besten der Welt und der würde das nicht hinkriegen. So, gleiche Beispiel, wenn man jetzt, also folgendes Beispiel. Also hier zum Beispiel mein Supplement, ja, liposomales Vitamin D, K2 und Magnesium. So, wenn ich davon jetzt ein Bild mache, dann poste ich das irgendwo, dann verletze ich Urheberrechte, weil ich die Urheberrechte nicht an diesem Label und so weiter habe. Das hat mein Designer. Woher soll jetzt ein Typ, der das prüfen sollte, denn wissen, ob ich diese Rechte habe oder nicht? Von daher ist es wirklich nicht umzusetzen. Gar nicht, ja? Und deshalb hat YouTube gesagt und so weiter, machen wir nicht, löschen wir alles bis auf, was weiß ich, Bild-Zeitung, ARD und so weiter, große Werbesender und so weiter, die letztendlich diese Rechte dann auch alles haben und so weiter. Und alles andere wird letztendlich gelöscht, weil wir das nicht mehr kontrollieren können. Das ist momentan Stand der Dinge. Also zum einen muss man sagen, es ist natürlich völlig klar, dass man das nicht durchdacht hat, okay? Dass Menschen über etwas entschieden haben, die wahrscheinlich 60 Jahre alt sind oder was weiß ich, was ein paar Jahre noch zu leben haben und über andere Leute Zukunft entscheiden, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben und die auch sehr viel bewegen in der Welt und ihnen dadurch die Chance halt nehmen, weil sie nicht wirklich realitätsnah sind, ja? Für die ist das Internet, wie Angela Merkel schon gesagt hat, noch sehr fremd, ja? Und das ist wirklich sehr, sehr schade erstmal, dass wirklich Menschen über Dinge bestimmt, weil wer weiß, was sie sonst noch so bestimmt haben, wovon sie extrem realitätsfern sind. Hier sieht man es ganz klar, dass es nicht umsetzbar ist eigentlich so, ja? Jetzt die Frage, habe ich Existenzängste? Ich sage nein. Ich lebe schon lange nicht mehr von YouTube, sondern ich lebe von Vitasomal, meinen eigenen Supplements halt, ja? Und das war mir auch schon wichtig, weil ich mich nicht abhängig machen wollte von irgendetwas. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn das wirklich jetzt so eintreffen wird, Anfang des nächsten Jahres, ja, dann tragt euch sehr, sehr gerne in den Newsletter unten ein, ja, da werde ich von der Vitasomal-Seite, da werde ich natürlich auch dann noch weiter in anderen Plattformen oder sonst was, eigene Server, wie auch immer ich jetzt machen werde, ich werde eigene Videos dann noch weiter hochladen. Deshalb trage ich auf jeden Fall ein, da seid ihr sicher und des Weiteren auch ganz schön, ich habe zum Beispiel hier ein Testprodukt wieder bekommen, jetzt gerade neu, ich zeige euch, was es ist. Und zwar, wenn ihr euch da eintragt in den Newsletter, dann bekommt ihr auch solche Testprodukte umsonst von mir geschenkt, ja? Also, ich zeige euch mal kurz ein hier. Mal, wie grün das ist. Sieht man jetzt gar nicht so, ne? Und auf jeden Fall, richtig geil. Und die schenke ich euch natürlich dann auch in dem Newsletter. Ist immer sehr, sehr schön anzusehen. Und dann halten wir den Kontakt natürlich auch auf, ja? Von daher an, weiter. Habe ich Existenzängste? Nein. Und zwar aus dem Grund, nicht nur deswegen, weil ich allein schon andere Standbeine habe. Ja, wir gehen bald nach DM und solche Sachen. Aber es geht darum, Leute, das Allerwichtigste, jetzt sieht man erstmal, jetzt kommt der eigentliche Teil des Videos. Also, man sieht jetzt erstmal, wie fern die Menschen von ihrem eigentlichen Kern sind. Pass auf. Alles, was du hast, ja, ist dein Leben so gesehen. Und wie du es bestimmst, das bist immer du. Du hast immer zwei Wege. Das heißt, dir passiert jetzt Folgendes. Du bist YouTuber und so weiter. Und ja, du hast jetzt kein anderes Standbein, was auch immer was, es ist vorbei. Jetzt kannst du hingehen und kannst sagen, oh, warum passiert genau mir das und auch so ein Mist. Oder du kannst sagen, geil, das nehme ich als Chance. Und das hast du immer im Leben. Du kannst es immer sehen als, oh, als die Opferrolle oder du kannst es sehen als Wachstumspotenzial. Und alles, was mir passiert, ja, das ist das Wichtigste aus den 200 Videos, die ich jetzt hochgeladen habe, ja, wo ich alles schon aufgedeckt habe, was nie in die Öffentlichkeit gekommen wäre, in den Studien und so weiter. Aber das Wichtigste ist, wie gehst du durchs Leben? Gehst du durchs Leben, um das Leben und was dir passiert, als Chance zu sehen oder als Angst, ja? Du hast zwei Möglichkeiten, beides gleich, es wird nichts an der Tatsache erstmal ändern, ja? Nur, du kannst es betrachten, wie du halt willst. Und alles, was mir passiert, denke ich mir so, geil, ich danke dir, dass mir das passiert ist, weil jetzt habe ich eine Chance zu wachsen. Ich bin damals krank gewesen, der Arzt hat gesagt, du bist unheilbar krank und ich habe gesagt, fick dich. Ich habe gesagt, ich übernehme jetzt Verantwortung über mein eigenes Leben, ja, okay? Und ich bin jetzt nicht die Opferrolle, sondern ich gehe jetzt den anderen Weg, ja? Und habe jetzt als Chance gesehen und sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin, okay? Guck mal,
Zum Beispiel eine Pflanze hier, ja? Warum orientieren wir uns nicht daran? Die kriegt Sonne, kann Zucker bilden. Die Wasser kriegt sie, kann daran wachsen, ja? Umwelteinflüsse, ja? Kalt und so weiter, bildet sie sekundäre Pflanzenstoffe, ja? Um sich dagegen zu sträuben. Sie nutzt alles, um zu wachsen. Warum machen wir das nicht auch so? Alles, was wir bekommen von Leben, passiert für dich, nicht gegen dich. Alles passiert für dich. Das ist der wichtigste Satz, den man überhaupt nur sagen kann, ja? Dann hast du ein ganz völlig anderes Verständnis von deinem Leben. Wenn eine Tür sich schließt, dann trittest du 10 neue auf, okay? Mit der Kraft, die du daraus gewonnen hast. Wenn du im Training bist, Fitness, du machst Krafttraining. Wenn du das Training fertig hast, bist du doch beim nächsten Mal wieder stärker, okay? Das Training, diese Widerstandskraft, diese, was du leisten musst, das ist doch genau diese Probleme, die du vom Leben bekommst. Und diese bewältigst du im Training und bist nächstes Mal wieder stärker. Und mit dieser Kraft bewegst du mehr, mit dieser Kraft bewegst du, also trittst du nahe 10 mehr Türen auf, als du vorher hattest, okay? Von daher ist es egal, was hier passiert, freu dich drauf, weil daran kannst du wachsen, es ist ein Geschenk. Alles, was hier passiert, ist ein Geschenk für dich, okay? Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Und ich finde es so erschreckend, wie fern die Menschen alle sind von sich selbst und nicht begreifen, was das Leben all is about, ja? Um zu wachsen. Nur, das, nur darum geht es, ja? Also zum Beispiel, also guck mal, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns, okay? Wie viel, noch weniger wahrscheinlich, ich weiß die Zahl gerade gar nicht, 1% oder ich weiß es nicht. Wie viel Potenzial ist noch für uns offen? Wir sind sogar zu doof, das Wort unendlich zu verstehen. Versteht ihr? Deshalb, wie viele Menschen sind noch am Anfang von ihrem eigentlichen Potenzial? Oder auch, wir können das auch übertragen auf körperlich. Viele Leute sagen, dieses Mr. Olympia, diese ganz krassen Muskelmänner, das ist unnatürlich. Nein, es ist überhaupt nicht unnatürlich. Solange das in deiner DNA geschrieben steht, gibt es irgendeinen Weg, die Evolution für dich vorgesehen hat, dass du das erreichen kannst. Und da gab es noch in der Evolution, gab es noch keine Steroide oder sonst was. Es gibt irgendeine natürliche Art und Weise einen Weg, wie du so viel Muskel erreichen kannst. Wir wissen nur noch nicht wie. Das ist nicht natürlich. Wir merken nur, wie anfang beschränkt wir sind von unserem Potenzial. Ja? Und das ist der erste Schritt zu begreifen, was ich euch gerade gesagt habe, dass du alles als Chance nehmen musst zu wachsen und dankbar bist für jede Steine, die in den Weg gelegen wird, weil so kannst du deine Muskelkraft erweitern, indem du über den Stein steigen musst. Okay? Sei dankbar dafür. Egal, was dir passiert hat, niemals Angst. Niemals. Denn alles passiert für dich und alles wird am Ende gut, solange du ein guter Mensch bist und dich um andere sorgst, kümmerst und nicht andere schadest. Das ist das Allerwichtigste. Niemals anderen schaden, ja, mit dem, was du machst. Und dann wird dir Gutes widerfahren, okay? Okay, bisschen Real Talk von mir. So gehe ich damit um, ja? Wie es kommen wird, wir sehen uns. Wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt, abonniert den Newsletter. Wir werden uns schon wieder finden, okay? Das wird kein Problem sein. Wir werden es schon irgendwie machen, ja? Und ich habe keine Angst. Ich freue mich auf Herausforderungen. Give it to me, baby. Give it to me. I take it. Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues kleines Video kommt. Schneller geht's, glaube ich, nicht. Dankeschön. Genießt den Tag, Leute. Kommt her, Herausforderungen. Komm her, komm her, komm her.